Moin liebe Freunde von Konoha und herzlich willkommen zurück, nicht nur zu einem neuen Part, nein, auch zu einer neuen Aufnahmesession von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Wir fahren fort, Freunde der Sonne, und zwar sind wir auf dem Weg einmal mehr zu Orochimarus Versteck. In der letzten Aufnahmesession haben wir ja das schwarze Kapitel mit Sasuke Uchiha abgefrühstückt. Jetzt kommt das weiße Kapitel mit Naruto. Jo, viel zu erzählen habe ich nicht, eigentlich. Außer, dass wir jetzt eben halt zu den Kammern der Dunkelheit gehen. Da sind sie. Tabo, kono tobira da yo. Anta no motteru sono kagi de kono tobira ga akutte iru no? Ma, yatte mireba wakaru de shou. Naruto. O. Naruto, hayaku. さ、鍵を使って扉を開けてみたんだ。クラック。あ、開いた。やっぱり。この鍵で合ってたのか。さて、それじゃこの先に向かおうか。よし。行くってばよ。Ja, los geht's. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Was wir ja eigentlich schon wissen, wenn sie es nicht zu sehr verändert haben. Das weiß man ja nicht. Ganz tief. Wende deine Aufmerksamkeit in Gebieten ganz tief im Dunkelbereich zu, um nach Informationen über Orochimaru und Sasuke zu suchen. Vielleicht kannst du Orte entdecken, die du vorher nicht finden konntest, indem du deine Suchfertigkeiten benutzt. Suchfertigkeiten? Was denn bitte für Suchfertigkeiten? Was für ein Pass? Also erstmal, weil wir ja so viel erreicht haben, speichern wir erstmal. Ne, ist ja klar. Lars neigt gerne dazu zu speichern. Gerade mal 2 Tage her seit der letzten Aufnahme, macht aber nichts. Ich bin nämlich dabei, jetzt wieder ein bisschen mehr Vorrat aufzubauen. Was ganz gut ist für mich, tatsächlich. Weil dann kann ich mich eventuell in meiner Urlaubszeit schon auf die neuen Projekte konzentrieren. Wäre sehr, sehr gut, weil dann kann ich nämlich schon Vorrat für euch aufbauen. Ihr seid ja letztendlich die Leute, die davon profitieren. Genauso wie ich davon profitiere. Weil dann stehe ich nämlich nicht ganz so unter Druck. Und ihr seid regelmäßig versorgt. So dass ich mich dann zum Beispiel auch wieder meiner neuen Lieblingsspielereihe Strategic Mind zuwenden kann. Unter anderem. Oh. Die war vorher aber nicht da. Angriffspillen. Das heißt also, die Items spawnen nach. Alles klar. Beziehungsweise, ja, sie werden wahrscheinlich nochmal die Bereiche durchgegangen sein. Und die Bereiche sind wieder dicht. Alles klar. Aber das Schöne ist, die greifen uns nicht an, weil wir eben halt die Tarnung haben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist echt hilfreich. Weil sonst würde das wahrscheinlich sich zig Stunden hinziehen. Hm. Habe ich mir gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Mit deiner Fertigkeitsstufe kannst du dieses Gerät nicht scheinst du dieses Gerät nicht deaktivieren zu können. Richtig. Und das heißt, liebe Freunde der Sonne, wir müssen Naruto verbessern. Es wird Zeit, dass wir Naruto verbessern. Dann müssen wir erstmal gucken, wie hoch sein Rasengan, Chakra und Stärke, okay. Chakra und Stärke. Stärke 1 Punkt, Chakra 5. So. Erstmal nur die. Fertigkeitsstufe verbessern. Fertigkeit Rasengan hat jetzt Stufe 1 erreicht. Stufe 1 erstmal. War vorher also Stufe 0. Chakra 12, Stärke 10. Okay. Probier es erstmal so. Vielleicht geht das ja jetzt. Jetzt geht's. Aber ich glaube, ich werde trotzdem gleich nochmal zum Speicherpunkt gehen, damit er nochmal. Toll. Ich habe das ja einfach mal für nichts und wieder nichts aufgemacht. Super.
Aber da das ja so schön schnell geht, werde ich nochmal kurz zum Speicherpunkt gehen, damit wir nochmal ein bisschen Chakra regenerieren können. Weil Naruto doch gerade ein bisschen wenig Chakra hat. Was nicht so geil ist, ehrlich gesagt. Das war knapp. Eieieiei, das war echt knapp. Puh. Naruto kann ja wahrscheinlich sowieso nicht weitere Punkte kriegen, weil das wäre merkwürdig. Dann könntest du nämlich die Leute ohne Ende hochjubeln. Ja. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Okay. Du siehst mich nicht. Du siehst mich ein. Oh, da war ein Fall. Da war ein Fall. 19 Bereiche, meine Damen und Herren, stehen uns bevor. 19 Bereiche. Ihr wisst Bescheid. Aber scheint echt genauso nochmal aufgebaut zu sein wie vorher mit Sasuke. Keine wirkliche Veränderung. Ich hätte gedacht, die würden das ein bisschen verändern. Aber nö. Genauso wie vorher eigentlich auch. Naruto hat zwar nicht so eine Chakra-Heilung, wie Sasuke sie anscheinend hatte. Aber naja, gut. Das fällt uns ja nicht auf, ne? Ja, super. Das war jetzt scheiße. Ich hatte da an das Siegel jetzt nicht gedacht oder an den Knopf. Ist das jetzt eigentlich abschließend gesagt ein Knopf oder ein Siegel? Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch irgendwo egal. Was es ist. Wichtig ist, dass wir es aktivieren. Ich glaube, das ist schon neu. Dass die Briefbomben jetzt schon kommen. Die kamen, glaube ich, bei Sasuke ein bisschen später. Doch schon mal ein bisschen Naruto gestärkt. Und das werden wir später auch noch intensiver machen. Das ist nicht so gut gelaufen. Und Naruto kriegt auch ziemlich wenig Punkte, war klar. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sind die jetzt mit eingeflossen oder nicht? Es sieht fast so aus, dass sie mit eingeflossen sind. Wisst ihr was? Ich mache jetzt gleich nochmal einen Kampf. Wenn die Punkte gleich mehr... Ja, das passt ja. Wenn die Punkte gleich mehr werden, dann wissen wir warum. Dann können wir nämlich tatsächlich die Leute ohne Ende hochskillen. Wäre natürlich cool. Aber es würde mich auch gleichzeitig kräftig verwundern, weil warum sollten sie es machen? Weil Level 15 ist Level 15, dann müsste ja normalerweise Schluss sein. Überleg mal, das machen wir zu dritt. Mit Jutsus. Und das haben wir mit Sasuke, ja gut, mit Jutsus hingekriegt, aber trotzdem, er war alleine. Ja. Also da sieht man schon den Kräfteunterschied. So, kurz mal gucken. Tatsächlich, die Punkte füllen sich weiter auf. Interessant. Gut, wisst ihr was? Dann werden wir Naruto jetzt mal stärken. Und zwar werde ich alle Punkte mal so erhöhen, dass wir auf 12 kommen. Das heißt, wir können unsere Leute quasi ohne Ende hochjubeln. So. Okay.
Rasengan Stufe 1, genau. Chakra 5 Punkte, Stärke 3. Verteidigung 2. Ja, wisst ihr was? Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Machen wir daraus 18. Wollte ich eigentlich erst später machen, aber dann machen wir es jetzt. Ist doch egal. Fertigkeitsstufe verbessern. Fertigkeit Rasengan hat jetzt Stufe 2 erreicht. Verbessern. Kunst der Schattendoppelgänger hat jetzt Stufe 1 erreicht. Windgeistwurfmesser hat jetzt Stufe 1 erreicht. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen... Achso, wir können das ja so umswitchen. Genau, dann machen wir jetzt gleich mit Sakura weiter. Auch ihre Punkte erhöhen wir auf 18. Und zwar alle. Und dann kriegen unsere Leute wieder schön Punkte. So. Weil das wusste ich nämlich nicht. Da war ich mir nicht sicher. Fertigkeitsstufe verbessern. Fertigkeit Herkules Kraftschlag hat jetzt coole Stufe 1 erreicht. Heil Ninjutsu hat jetzt Stufe 1 erreicht. Sehr schön. So, weiter mit Sai. Sai, ja gut, Sai ist schon, steht schon recht gut da. Der hat auch nicht ganz so viele Punkte. Fertigkeitsstufe verbessern. Fertigkeit Bässchenschrift Kopien Ratte hat jetzt Stufe 1 erreicht. Das ist aber neu jetzt. Die hat er nämlich vorher nicht gehabt, die Technik. Gut. Dann haben wir die jetzt erstmal... Oh ja, jetzt ist er ein bisschen im gelben Bereich. Das ist nicht so gut. Hey, 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 hey. Trotzdem greife ich den Kollegen jetzt mal an. Also es kann sein, dass ich gleich tatsächlich die Tarnausrüstung mal rausnehmen werde. Mal schauen. Sein Balken ist größer geworden, auf jeden Fall. Aber da kann man mal sehen, was so ein paar Punkte alles ausmachen können, ne? Wahnsinn. Ich habe übrigens, habe ich euch gar nicht gezeigt, wir haben übrigens mittlerweile wieder eine halbe Million fast an Punkten. Also von daher läuft bei uns, würde ich mal sagen. Oh, das war knapp. Ja, es war klar. Es war klar, dass er den anvisiert. Macht aber nichts. Klatschen wir den auch noch weg. Kein Problem. Also ist dieser Gegenstand, der uns Punkte bringt, tatsächlich doch von Vorteil. Auch nach Stufe 50. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte gedacht, dass bei Stufe 50 Schluss ist. Das dann heißt, jo, jetzt kriegst du keine Punkte mehr, weil brauchst du ja nicht mehr. Wozu auch? Ja, super. Das wollte ich verhindern eigentlich. Aber wir werden auf jeden Fall Rasengan Stufe 3 brauchen. Kunst der Schattendoppelgänger. Mhm. Weiß zwar nicht, warum ich das jetzt verwenden kann, aber okay. Also klar, ich weiß schon, dass, weil es an den Punkten liegt, schon klar. Aber nee, ich meine nicht, warum ich das ausgerechnet jetzt gegen was meine ich? Wisst ihr? Das meinte ich. Was ist jetzt eigentlich? Achso, er heilt sie nur sich selber. Imitationsschriftratte. Es geht aber auf jeden Fall schneller voran. Ich glaube, so viel können wir schon mal sagen. Also ich denke mal, wir werden hier nicht 10 Parts brauchen, bis wir durch sind. Das wird schneller gehen. Ob wir es allerdings in dieser Aufnahmesession allein schaffen, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Den nehme ich jetzt mit voller Absicht mit. Hat man, glaube ich, auch gesehen, dass ich da voll reingerannt bin. Hat leider kein Chakra mehr oder kein Chakra, was blöd ist.
Ja, nochmal 1800 Punkte, wunderbar. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte zuerst gucken, wegen was dahinter ist. Nochmal aktivieren, bitte. Rein und raus. Man kennt das alte Spiel. Ich weiß, Lars. Ja, ich weiß. Versaut ist er auch noch. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Ne, das gehört ja hier mit dazu, ne? Deswegen habe ich hier meine YouTube-Videos auch alle ab 18 gestellt, beziehungsweise nicht ab 18 an sich, sondern eben halt, weil ja dieses amerikanische Gesetz vorherrscht, von wegen Schutz von Kindern, ne? Weil man wird ja bei jedem Video gefragt, ist dieses Video für Kinder geeignet, ja oder nein? Und da sage ich dann immer, weil ich halt nicht geeignet bin. Weil ihr wisst, meine Ausdrucksweise alleine schon. Und dann kommen halt auch noch die entsprechenden Spiele dazu, weil ich hier hauptsächlich Spiele, die so ab 12, 16 sind. Ja gut, 12 geht noch, aber 16 ist halt immer so eine Sache. Ja. Und dann habe ich ja auch noch einige wenige 18er Spiele drauf. Ne? Und da dann zu sagen, wow, ist für Kinder, nein. So, jetzt mal wieder aktivieren. Ich hoffe, dass gleich ein Speicherpunkt kommt, weil dann würde ich die gerne noch ein bisschen weiter verbessern, was ihre Dings angeht. Ich habe so ein bisschen Blut geleckt, jetzt muss ich sagen. Vielen Dank an alle, die Gesundheit geschrieben haben. Oh. Der kam gerade sehr überraschend. Heidewitzka. Ne, ihr habt das schon gesehen, wann ich gespeichert habe. Wir haben heute Mittwoch. Nachher ist nochmal Arbeiten angesagt. Und heute Abend tanken. Mal wieder. Und ja. Mal schauen, was heute noch auf mich zukommen wird. Oh, Alter, was war das denn, ey? Eieiei, Nasenkribbeln, schrecklich. Geheime Konoha-Medizin. Mhm. Ach komm, nehmen wir den mit, was soll das? Weißt du, ich trage extra die Tarnausrüstung, damit ich den nicht im Kampf begegnen muss. Und jetzt mache ich es trotzdem. Einfach, damit ich die Punkte kriege. Das ist ja typisch Lars, ne? Ja. Egal. Man kennt es von mir nicht anders. So. Das haben wir diesmal mitgenommen. Das habe ich nämlich bei Sasuke nicht gemacht. Aber das macht ja nichts. Wir haben es ja jetzt gemacht. Und haben eigentlich auch nicht so viel verpasst. Und ich werde auch gleich. So, das auch. Einmal das Siegel aktivieren. Sehr schön. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal Status. Ich werde tatsächlich mal die Dings wechseln. Das heißt, meine Damen und Herren, jetzt werden wir mit Sicherheit Kämpfe mitnehmen. Ich werde... Weil vorher dachte ich echt, das wäre nicht zu gebrauchen. Nein, das bestimmt nicht. Nein. Bindungsflöte. Ne? Und für Naruto reduziert das zum Anwenden von Hilfsninjutsu zu benötigte Chakra. Ist auch nicht schlecht. Spezialmedizin. Nur für Naruto durch Herumlaufen auf der Karte wird eine kleine Menge Gesundheit wiederhergestellt. Nee. Als würde er auf Wolken gehen, nur für Naruto. Erhöht das Bewegungstempo auf der Karte. Ist auch nicht schlecht. Nein, ich wollte Erfahrungspunkte haben, tatsächlich. Das hier, Aois Anhänger.
Ich hatte ja übrigens die letzte Zeit krampfhaft überlegt, wer Aoi nochmal war, aber ich glaube, das war die junge Dame aus Otogakure. Ich denke, das nicht mehr so ganz zusammen, weil ich habe Naruto wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin ja auch noch mitten im Anime. Ich bin in der Phase. Die Klassik-Serie komplett. So wie Shippuden größtenteils. Da fehlen mir noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Ne? Aber, naja, gut. Schauen wir mal. Also das werde ich auf jeden Fall noch vervollständigen, denke ich mal. Weil ich mag es irgendwie nicht, wenn Reihen unvollständig sind. Das heißt für mich auch, ich müsste eigentlich noch ein paar weitere DVDs bestellen. Aber schauen wir mal. Das ist ganz gut, dass wir mal ein paar beenden, denn wir haben jetzt 20 Minuten. Und würde sagen, liebe Freunde, das war's für heute mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig, auch weiterhin, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.